kanarische Regierung kündigt das Ende der Beschränkungen aufgrund von Covid-19 auf den Inseln an. Der Regierungsrat hat am Donnerstag die Aussetzung aller Beschränkungen gegen das Coronavirus genehmigt, die auf den Kanarischen Inseln noch in Kraft sind. Es handelt sich dabei um eine vorübergehende Aussetzung von allgemeinen und regionalen Maßnahmen, die bei einer Verschlechterung der Umstände reaktiviert werden können. Ein Jahr nach Einführung der Präventionsmaßnahmen sind die Krankenhauseinweisungen auf den Kanarischen Inseln um 48%, die Einweisungen auf den Intensivstationen um 82% und die Todesfälle um 67% zurückgegangen. Der Präsident der Kanarischen Inseln hat hinzugefügt, dass die technischen Kriterien eingehalten wurden und versichert, dass sie wachsam bleiben werden, obwohl sie darauf vertrauen, dass die Beschränkungen nicht reaktiviert werden müssen. Die Maskenpflicht in den Innenräumen und im öffentlichen Personenverkehr bleibt jedoch erhalten, da diese Maßnahme von der spanischen Zentralregierung verbindlich eingeführt wurde. In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es wieder mal soweit. Die Uhren werden umgestellt. Dabei gilt Folgendes zu beachten. Im europäischen Raum, also auch in Deutschland und Spanien, wird um 2 Uhr die Zeit um eine Stunde auf 3 Uhr vorgestellt. Auf den Kanarischen Inseln jedoch bereits um 1 Uhr auf 2 Uhr aufgrund der äquatorialen Lage. Kleiner Merktipp: Im Frühjahr werden Gartenmöbel vor die Tür gestellt. Im Herbst stellt man sie zurück in den Schuppen. Übrigens wollte man diese jahrelange Praxis innerhalb der Europäischen Union abschaffen. Man hat es aus verschiedenen Gründen jedoch noch nicht geschafft. Teneriffa. Neuer Drehort für die Serie Balko. Die Serie hatte von Mitte der 90er bis zum Jahr 2006 eine große Fangemeinde. Balko ist eine komödiantische Krimiserie. Sie handelt von zwei Dortmunder Polizisten, dem coolen Balko und dem etwas ungeschickten Krappi. Nun ist für 2021 ein Comeback geplant. Dafür wurde die Kanareninsel Teneriffa als Drehort ausgewählt. Daher auch der neue Serienname Balko Teneriffa bzw. Balko Tenerife. Für die Produktion arbeiten ca. 90 Personen. Davon kommen etwa 60 aus Teneriffa. Drehbeginn war am 21. Oktober 2021. Bisher sind unter anderem Puerto de la Cruz, Santa Cruz, Los Realojos, La Laguna und Villaflor als Schauplätze ausgewählt. Ab 2022 wird die neue Serie im TV laufen. Abschließend die Corona-Inzidenzen auf den Kanarischen Inseln und in Deutschland. Wie bereits in der Vorwoche sind die Zahlen auf den Kanaren deutlich besser als in Deutschland, wo immer noch Mecklenburg-Vorpommern trauriger Spitzenreiter ist und die Impfrate nicht annähernd an die Werte der Kanarischen Inseln herankommt. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Gymis Kanal. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt aber gerne den Kanal abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank!